Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich hoffe, dass jetzt alles ein wenig besser läuft. Mittlerweile habe ich einen Leihcontroller bekommen von meinem Freund. Und ja, es ist leider nur ein Xbox-Controller. Die mag ich nicht so besonders. Die sind ganz okay, dass die in der Hand liegen. Aber die haben halt das große Problem, dass die nicht wie bei der PlayStation unten die diese Sticks direkt nebeneinander haben. Was natürlich, wenn man es andersrum gewohnt ist, also wie von der PlayStation gewohnt ist, schon mal für Probleme sorgen kann. Und ich habe das Problem mit den Schultertasten. Es fühlt sich an wie eine große Taste. Und ich drücke da schon mal gern die falsche Taste. Anstatt zu schlagen, mache ich dann was anderes. Ich hoffe, dass es trotzdem soweit okay ist, weil ich habe das nur so ein bisschen ausprobiert, jetzt mal so beim Rumlaufen eben. Und ja, hoffe, dass ich jetzt so aber definitiv noch weitermachen kann. Moment, was du jetzt für ein Typ? Ach, die anderen, die laufen jetzt auch schon bei mir in der Siedlung rum, dass man die anheuern kann. Das habe ich gar nicht gewusst. Okay. Es gab noch etwas. Leider habe ich davon keine Aufnahme. Und zwar, jetzt muss ich selber erstmal gucken, wo ich die eigentlich gemacht habe. Ach so, ja, das muss ja da oben dann sein, genau. Und zwar habe ich die Jagdhütte gebaut. So sieht die aus, sehr schick. Und dann wollten die eigentlich mit mir reden und ich habe das Ganze dann abgebrochen, weil, ach so, das sind die Quests, die hier sind. Weil ich das natürlich aufnehmen wollte. Ich habe eigentlich überhaupt nicht mehr dran gedacht, ehrlich gesagt. Die haben mich dann kurz beglückwünscht, also beziehungsweise bedankt, dass ich so ein tolles Haus hier hingestellt habe. Und die Petra, die Frau vom Jäger, wollte noch was von mir. Was kannst du mir das heute anbieten? Das wollte ich dann mit euch zusammen machen. Aber wir können noch mal kurz mit ihm sprechen. Legendäre Tiere habe ich jetzt keine. Was kannst du mir heute anbieten? Aber kurz. So, wir haben ja diesen Blutgipfelhirsch gemacht. Der ist dann hier auf dieser Liste drauf und es sind anscheinend, also ich kann zumindest jetzt nicht nach links oder rechts scrollen oder auch nicht nach oben oder unten, es sind anscheinend 8 legendäre Tiere, die wir hier haben. Ich habe keine Ahnung, wo wir anscheinend diesen 4 hier schon begegnet sind, weil die anderen haben wir nämlich noch nicht erkannt, was das für welche sind. Ich werde aber auf jeden Fall gucken, dass ich die auch mit der Zeit dann natürlich fertig erledige. So, dann gibt es noch die Jagdhütte. Ich habe dir etwas mitgebracht. Da ist es so, dass hier immer noch, genau wie beim Fisch, das habe ich nämlich mittlerweile verstanden, das System, immer noch 0 von 4, 0 von 6 und so weiter steht. Das brauche ich dringend. Ja, das ist schön, dass du das dringend brauchst. Aber leider habe ich jetzt natürlich hier nichts drin, was ich euch zeigen könnte. Die Sachen, die wir aber schon haben, die wir abgeben konnten, da sind jetzt mehrere Sachen drin gewesen, beispielsweise. Du tust mir einen großen Gefallen. Wie hier zum Beispiel diese Tierinnereien und so. Die haben dann anstatt dem grünen Rand hier, haben die so einen gelben Rand, wenn man da drauf geht. Und da kann man dann anklicken und sagen, die möchte ich schon mal abgeben und die anderen Sachen das möchte ich dann später gebrauchen holen. Braunbärenfell. Könnte ich mich auch drum kümmern? Moment, alle. Achso, ich wollte gerade sagen, ich habe doch keine. Ich weiß, dass ich schon mal einen Braunbären getötet habe, aber offensichtlich habe ich da kein Fell bekommen. Ich habe auch ein paar Eisbären schon mal getötet, aber die Eisbären scheint er hier nicht zu brauchen. Rentiergeweih. Okay, Rentier ist natürlich etwas schwieriger zu kriegen. Es sei denn, das sind wirklich die, die man überall findet. Oder zum Beispiel hier Fuchsfell. Also da müssten wir ein bisschen auf die Jagd gehen und dann dementsprechend gucken, dass wir ja, verschiedene Füchse halt eben töten und dann die Sachen hier abliefern. Sonst nichts? Nein, sonst nichts. Wir sehen uns bald wieder. Weidmanns Heil. So, das sind also die Sachen, die hier beim Jäger gemacht werden können. Und wie so oft haben wir hier auch eine kleine Nebenquest. Petra, guten Tag. Ah, du bist zurück. Sprich weiter. Seit einigen Tagen höre ich jeden Abend das Geheul eines Wolfsrudels am Rand unseres Waldes hier. Ohne unser Eingreifen könnten sie das ganze Wild reißen. Und wer weiß, wenn die Hirsche tot sind, gehen sie vielleicht auf uns los. Du meinst, wir sollten sie verjagen? Ich würde sie alle erlegen. Nur mit deiner Erlaubnis, versteht sich. Und mit deiner Hilfe, wenn du Zeit hast. Ja, klar. Eine gute Idee. Ich schließe mich dir an. Gut. Ein Wolfsrudel sollten wir keinesfalls unterschätzen. Gehen wir. Hier entlang. Zuletzt habe ich sie auf diesem Hügel gesehen. Geh vor, ich folge dir.
Also bisher geht es noch ganz gut mit dem Controller. Die Lage unserer Siedlung ist hervorragend. Der Boden gut und alle Tiere sind gesund und vielzählig. Aber Wölfe sind eine Gefahr. Vielleicht sind die Ragnarssons deshalb weitergezogen. Die Menschen störten das Gleichgewicht der Natur und die Natur schlug zurück. Indem sie uns angriff. Ein Wolf tut, was er tun muss. Sie wurden vertrieben und sind nun zurückgekehrt. Komm hier lang. Es ist ein bisschen schade, dass man mit denen nicht einfach reiten kann und zum speziellen Punkt hinlaufen kann. Sieh mal, Brotkrumen und Essensreste. Sie müssen sich an Torbjörns Laden bedient haben. Oder an einem Tisch in der Siedlung. Du hast von dort aus die Brotkrumen erkannt? Sie stechen doch deutlich aus Gras und Erde hervor. Sieh doch. Komm, nicht wirklich? Hier lang. Ah, riechst du das? Ein männlicher Wolf. Er markiert sein Revier und hält so die Rivalen fern. Woher weißt du, dass es ein Rüde ist? Der Geruch ist anders. Das lernt man mit der Zeit. Ja, sie ist halt eine echte Jägerin, ne? Wie wurdest du zu einer so guten Fährtenleserin? Ich stamme aus einer Jägerfamilie aus einem Gebiet im Osten, das du noch nie bereist hast, würde ich behaupten. Doch ich lebe schon fast mein ganzes Leben in Englerland. Hier haben wir auch Werch gefunden. Ihr seid Geschwister, so wie Sigurd und ich es sind. Verbunden durch Ehre. Nicht durch Blut. Ja, meine Mutter hat immer gern erzählt, wie wir Werch fanden. Als Säugling im Wald ausgesetzt. Wir nahmen ihn zu uns. Okay, die sind wohl nicht verheiratet, sondern Geschwister. Sieh mal, die Wölfe haben ein Tier gerissen. Sie sind in der Nähe. Diese Spuren. Sie müssen das arme Wesen fortgezerrt haben. Wir kommen näher. Ah, siehst du diese Bissspuren am Kadaver? Sie sind anders. Das war ein Rudel, kein einzelnes Tier. Ganz genau. Suchen wir weiter. Also, fand deine Familie Welch in den Wäldern? Wir zogen gerade durch das Dickicht, als ich einen weißen Hirsch vor uns entdeckte. Ich verfolgte ihn in der Hoffnung, ihn zu erlegen. Ich verlor ihn auf einer Lichtung, doch auf dem Boden fand ich einen winzigen Säugling. Unseren kleinen Welch. Gewickelt und ganz allein. Ah, sieh nur. Diese Spuren im Gras. Hier schliefen sie. Ich bin beeindruckt, Petra. Du hast eine Gabe. Noch hast du nichts davon gesehen. Du sahst also einen weißen Hirsch. Und der führte dich zu Welch? Ganz genau. Es war Schicksal. Wir nahmen ihn mit und päppelten ihn auf. Ich war damals selbst noch ein junges Mädchen. Und von diesem Tag an wurden wir als Bruder und Schwester großgezogen. Diese Beute ist frisch. Sie sind nah genug dran, um uns zu hören. Sind wahrscheinlich vor kurzem erst geflüchtet. Ah, Hilfe! Wir haben unsere Wölfe wohl gefunden. Hey du, bring dich in Sicherheit. Eivor, komm mit, beenden wir das. Ich stehe dir bei. Wo ist der andere Wolf? Großmütiger! Oh, so helft mir doch! Tut mir leid, armer Wolf. Ach, da sind noch mehr. Hallo, geht es noch? Geschafft. Das sollten alle gewesen sein. Danke. Ich danke euch. Euch beiden. Klar, immer doch gerne. Geht es dir gut? Waren das deine Schafe? Mein Gott, das waren sie. Sie waren alles, was ich noch besaß. Diese armen Tiere hatten keine Chance. Vor ein paar Monaten verlor ich meine Kühe. Jetzt auch noch die Schafe. Was für ein armseliger Bauer ich doch bin. Das tut mir wirklich leid. Die Wölfe sind fort. Wage einen Neuanfang.
Ohne den Segen der Götter werde ich scheitern. Aber ich werde es versuchen. Dir bleibt noch dein Leben, Bauer. Damit allein kannst du stets neu beginnen. Eivor, warte. Ich hab was gehört. Was? Oh oh. Gottgütiger! Vorne! Rhoesia! Meine Schätzchen! Ihr seid am Leben! Na. Her, meine teuren Engel! Am Ende wird alles gut. Das war großartig, Eivor. Du jagst fast so gut, wie du kämpfst. Gib mir ein paar Wochen und ich lese Fährten ebenso gut wie du. Oder besser. Es wäre mir ein Vergnügen, dir zu helfen. Das hat mir gefallen, Petra. Zögere nicht, mich aufzusuchen, wenn du erneut auf Bestienjagd gehst. Du sollst zuerst davon erfahren, Eivor. Bis bald. Das ist sehr freundlich von dir. Und ja, es wäre wirklich wunderbar, wenn wir das Fährtenlesen so gut beherrschen würden. Obwohl sie ja damit soweit eigentlich keine Probleme hatte. Also bisher hat sie immer sehr gute und zutreffende Antworten gehabt. Habe ich das da hinten schon erkundet? Das sieht mir so... Nee, habe ich noch nicht. Moment, ich sende mal den Raben aus. Sie für mich sühnen. Der aber so tut, als hätte ich es schon erkundet. Auf jeden Fall ist alles frei. Moment. Das ist aber nicht die Abtei, oder? Ui, also war schon ein ganzes Stück weit weg. Naja, gut. Ich schaue hier nochmal eben da hinten. Meine ich doch, da habe ich noch Rohstoffe gesehen. Eisenerz braucht man natürlich immer. Das nehmen wir nochmal schnell mit, bevor wir hier abhauen. So, dann würde ich sagen, wir haben noch eine andere Quest, wo wir eigentlich ja hingehen wollten. Ach so, wir könnten aber mal eben gucken. Ich mache mal eben eine Schnellreise, damit wir dann nicht wieder komplett zurücklaufen müssen. So, dann schauen wir vorher noch mal eben bei dem Kleinen, sage ich jetzt mal einfach. Guten Tag, guten Tag. So. Hast du was Neues für mich? Es gibt Aufträge zum Töten und Aufträge zum... naja, schon vor allem zum Töten. Ah, perfekt. Wir haben wieder zwei neue dabei. Die tödliche Bestie Reda hat einen Spitzel entsandt, um ein monströses Tier zu töten. Aber er kam nie zurück. Wahrscheinlich war er zu jung gewesen, um es mit einer solch großen Kreatur aufzunehmen. Ja, da würde ich sagen, das nehmen wir. Furchtbare Kreaturen. Geh und schlachte die Bestien. Okay. Und schalte das Ziel aus. Reda will, dass diese Person stirbt. Den Grund dafür hat er nicht erwähnt. Aber Reda kannst du vertrauen, oder? Aber nehmen wir auf jeden Fall an. Oder? Dann dürfte das hier nicht schwer sein. Ich würde es ja selbst erledigen, aber irgendwer muss hier stehen und beschäftigt aus. Nein, was machst du denn? Ich wollte die Quest eigentlich verfolgen. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Geh mit deinen Göttern. Ja, geh mit deinen Göttern, aber geh endlich. Ich kenne diesen Spruch. Ja, dann schauen wir doch mal eben. Ich würde sagen, die Bestie hört sich nicht so gut an, aber wir gehen trotzdem mal hin. Nee, hier unten ist das genau. Ich weiß aber nicht, wie heftig das werden wird. Es kann natürlich auch in die Hose gehen, dass wir das gar nicht schaffen. Oh, das ist gar nicht mal so weit weg hier. Töte die Raubtiere. Ach, ich glaube, dann weiß ich, was das ist. Das hatte ich nämlich schon mal, aber wir werden trotzdem vorher mal eben speichern, damit wir das nicht alles nochmal neu machen müssen. Wie weit war das entfernt? So, wenn das das ist, was ich denke, dann ist das ein Wolfsrudel. Und dann müssen wir auch nur einen der Wölfe töten. Dann natürlich wieder den Tod feststellen. Und dann ist aber der Auftrag schon erledigt. Dann hätten wir natürlich unsere 10 Aufträge. Das wäre natürlich super. Das müsste hier gleich in der Nähe sein. Nein, du sollst absteigen. Hallo. Schwein!
Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. So, welche hat mich jetzt... Ich sehe ihn immer noch nicht. Ah, da ist er. Na komm. Komm. Hallo? Blocken hilft mir nicht besonders viel, wa? So, das war aber nicht der, den wir eigentlich haben wollten. Der ist es, glaube ich. Na komm. Bleibst du mal stehen? Ich will nicht in dein Rudel reinlaufen. Ich will, dass du stirbst. Also ich will es nicht, aber... So, das war mein Ziel. Mehr werden kommen, aber vorerst reicht das. Da bist du. So, dann reiten wir mal schnell zurück, weil wir haben ja jetzt 10 Aufträge. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn wir die 10 Aufträge haben. Was mich aber wieder darauf bringt, dass die Quest jetzt wieder nicht mehr drin ist. Sprich mit Reda. Okay, gut. Dann wollen wir das doch mal machen, weil da bin ich echt gespannt, was wir da für eine Belohnung bekommen. Ob wir da jetzt überhaupt eine Belohnung von bekommen. Wovon ich mal ausgehe natürlich, weil warum sollte man das sonst machen? Jetzt laufe ich gerade falsch rum, oder? Bin eins zu tief. Nee, ich bin einfach nur doof abgebogen. Okay. So, hallo Reda, ich bin wieder da. Ich grüße dich. Ich habe den Vertrag erfüllt. Ausgezeichnete Arbeit. Du beeindruckst mich mit jedem Tag mehr. Hier ist, was du verdient hast. Ah. Okay. Hast du was Neues für mich? Ein neuer Tag und eine neue Reihe von Aufgaben, die Geschick und Lust an Gewalt erfordern. Interesse? Ja, ich weiß, da ist noch nichts drin. 150 Runen haben wir jetzt im Moment. Wenn dir danach ist, warten hier weitere Aufträge auf dich. Ja, offensichtlich ja nicht. Oh, wir haben eine Kernherausforderung abgeschlossen. Danke, dass ich deswegen jetzt nicht mehr sehen kann, was ich anklicken will. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Rechter Arm. Dann, dann können wir ein Schild kaufen, der zu den Raben gehört. Oder einen Krummsäbel für unser Set. Oder Traugarmschienen. Traug war doch das, was gar nicht so schlecht war, oder? Das mit diesen leuchtenden... 100 Runen kostet das. Hm. Angriff wird erhöht, wenn du einen vergifteten Gegner triffst. Zusätzliche Verbesserung für Tempo und Betäubung. Ich meine, das ist das. Ich muss noch mal eben kurz gucken... Kann ich hier so darüber reingehen? Jetzt haben wir wieder das Problem, dass wir hier wieder uns nicht bewegen können. Da stehen nur die Belohnungen drin. Ach, ich hasse dieses Menü. Ich weiß auch nicht. Können wir anscheinend von hier aus nicht machen. Es ist alles so ein bisschen komisch gemacht, ja? Auf bald. Auf Wiedersehen. Hi, Tavor. Hey, Eivor. Hi, hi. So, ich wollte eigentlich hier reingehen und dann wollte ich mal kurz in den Shop gehen. Da sind nämlich die Pakete. Genau, das ist nämlich dieses Draug-Paket, was ich meine. Die sind so am Leuchten, weil da hat man mir gesagt, dass das wohl ziemlich gut sein soll. Ich denke mal wegen der Sache mit dem Giftschaden. Ach du Scheiße. Wir könnten aus unserem Schiff ein Ei
Xenon-Schiff machen. Da sagen wir jetzt lieber nichts zu. Das würde man im Paket dann auch bekommen. Aber die Optiken hier, die sind gar nicht mal so schlecht. Also ich würde mir davon nichts kaufen, aber es ist gar nicht mal so schlecht. Ja, wenn ich denn schon die Möglichkeit habe, muss ich ganz ehrlich sagen, möchte ich... Was bietest du heute an? Möchte ich dann auf jeden Fall die Armschienen davon kaufen. Wir haben zwar nur 150 Runen und es wird lange, lange dauern, bis wir überhaupt wieder was kriegen. Alles, was wir verkaufen, ist kampferprobt und hat das Regergütesiegel. Das ist schön. Aber wenigstens habe ich mir schon mal die Armschienen gesichert. So. Ich muss los. Bis bald. Dann auf bald. Ja, perfekt. Was haben wir denn jetzt noch für ein Ziel? Achso, die Fertigkeiten müssten wir noch mal kurz nehmen. Notfallzielen. Ach, das habe ich immer noch nicht gemacht. Dann ist klar, warum das nicht funktioniert, wenn mich einer entdeckt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich hätte das schon freigeschaltet. Kriegerniederschlag. Ja, da bin ich noch nicht so ganz überzeugt von. Großschwert. Gut, haben wir noch nicht. Aber irgendwann hoffe ich zumindest mal, dass wir das... das Artus-Schwert bekommen. Ich möchte hier aber gerne was Neues freischalten. Mal schauen. Oh, was ist das denn? Das ist mal ein cooles Symbol. Adrenalindränger. Wenn mindestens ein Adrenalinfeld gefüllt ist, erhältst du einen Schadens- und Angriffstempo-Bonus. Der Effekt verstärkt sich mit jedem gefüllten Feld. Ja, Äxte habe ich nicht, aber ich muss auf jeden Fall hier drauf hinarbeiten. Das ist ja mal geil. So, dann schauen wir noch eben schnell. Schalte das Ziel aus. Zack. Achso, nee. Ach, ich gehe hier immer wieder raus. Wo ist denn unser Ziel überhaupt? Über uns. Okay. Empfohlene Stärke 20. Also ich hoffe mal, dass das nicht ganz so extrem sein wird. Ich mache mal eben eine Schnellreise und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich das Ziel dann hoffentlich töte. So, wir sind jetzt hier in der Nähe vom Ziel. Ich habe aber keine Ahnung. Es bewegt sich anscheinend gerade auf die Ruinen zu. Problem ist, dass natürlich oft irgendwelche Wachen in der Nähe sind. Zeig mir, was vor uns liegt. Richtung Statuen. Ja, was ich blöd finde, dass das Ganze dann nicht mehr so richtig markiert wird am Ende. Sei denn, man ist wirklich sehr nah dran. Schuss! Dein Untergang naht! Verteidige deine Gedärme! Wie, ey? Ja, das war auf jeden Fall mal ein sehr schnelles und leichtes Ziel. Definitiv. Da müssen wir noch schnell den Tod bestätigen. Deine Zeit in Midgard ist beendet. Und haben auch dieses Ziel erfolgreich ausgeschaltet. Und auch wieder einen Opal verdient, beziehungsweise 5 Stück. Ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal... Ich muss mal eben schauen. Wir haben jetzt keine neue Quest bekommen, dass wir wieder 10 von denen machen sollen. Vielleicht bekommen wir das später nochmal. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Wir werden auf jeden Fall erstmal die nächste Quest hier aufnehmen. Nämlich, dass wir wieder nach Hause... zu Randvi gehen und ihr erstmal Bericht erstatten. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.